Ja, hallo bei Just Sporting und einem neuen Video. Heute das erste Video zum Praxisteil. Wir schauen uns an, wie schalte ich das Funkgerät richtig ein, wie wechsle ich den Kanal. Dann fragen wir noch die eigene MMSI-Nummer ab und wir werden die Schussposition und die Uhrzeit manuell erfassen, also immer dann, wenn kein GPS vorhanden oder angeschlossen ist. Und dazu wechseln wir jetzt direkt mal wieder in den Simulator. Und natürlich, wie immer, wenn euch die Videos gefallen und ihr mich unterstützen wollt, dann mal jetzt oben rechts auf die Registerkarte bei mir Coffee klicken. Vielen Dank euch dafür. Ja, hier sehen wir das Funkgerät im ausgeschalteten Zustand. Ja, dann schalten wir das Funkgerät ein, indem wir kurz auf die Power-Taste drücken, ca. eine Sekunde. Ich habe jetzt extra hier nochmal auf ATIS eingestellt, also auf den Binnenschifffahrtsfunk. Achtet bitte darauf, dass wir im DSC-Bereich sind, also für den Seefunk. Hierzu die HL-Taste mit der rechten Maustaste anklicken und auf DL mit der linken Maustaste, dann wechseln wir in den DSC-Modus. Am echten Gerät natürlich bitte einfach die beiden Tasten gleichzeitig drücken. Ja, dann müssen wir noch schauen, wir sind jetzt auf Kanal 16, dass wir die Rauschunterdrückung so einstellen, dass wir auch wirklich jedes Gespräch mitbekommen. Dazu schaut ihr bitte, dass die Lautstärke so etwas unterhalb der Hälfte ist. Dann drehen wir die Rauschunterdrückung so weit zurück, dass es anfängt zu rauschen. Hier oben steht auch Busy. Und dann drehen wir die Rauschunterdrückung so weit nach oben, bis es gerade aufhört zu rauschen. Und damit wäre unser Funkgerät jetzt richtig eingeschalten und abhörbereit auf Kanal 16. Ja, ein Kanalwechsel funktioniert genauso einfach. Ihr könnt hier entweder über das Drehrad drehen oder hier über diese Tasten auf dem Handgerät. Ich stelle jetzt mal den Kanal 69 ein. Jetzt sind wir den Kanal 69 eingestellt, aber auch hier ist wieder wichtig, beim Kanalwechsel bitte die Rauschunterdrückung wieder entsprechend überprüfen. Das heißt, einmal nach oben drehen, bis sie losgeht, also bis das Rauschen zu hören ist. Und dann wieder entsprechend nach oben, bis das Rauschen gerade aufhört. Und damit haben wir auch den Kanalwechsel richtig gemacht. Bitte behalte das immer im Hinterkopf, die Rauschunterdrückung nach jedem Kanalwechsel neu überprüfen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück auf den Kanal 16. Normalerweise jetzt wieder Rauschunterdrückung prüfen, aber das lassen wir jetzt mal sein. Und jetzt schauen wir uns die Abfrage der MMSI-Nummer an, also der eigenen MMSI-Nummer. Ja, das ist auch relativ simpel. Wir gehen hier zu ins Menü, gehen dann ganz nach unten. Es ist jetzt schon eingestellt auf Setup. Das findet ihr ganz unten. Da könnt ihr mit dem Scrollrad hier runter scrollen. Drücken dann in die Mitte auf Enter und finden dann hier unten MMSI-Check. Auch hier wieder nach unten und dann wieder auf die Enter-Taste und dann findet ihr hier die eigene MMSI-Nummer eures Funkgerätes. Die könnt ihr nur anschauen, nicht ändern, weil sie dem Funkgerät fest zugeordnet ist. Ja, das war schon diese Aufgabe und mit Clear kommt ihr eine jeweils ein Menü zurück, so oft drücken, bis ihr wieder im Hauptmenü seid und schon habt ihr das auch erledigt. Ja, als nächstes werden wir die Position, die Uhrzeit händisch eingeben. Ihr seht, momentan ist das Gerät an einen GPS-Empfänger angeschlossen, beziehungsweise wurde bereits das Ganze manuell erfasst. Ich setze das Ganze jetzt mal zurück auf die Ausgangsposition und bin gleich wieder bei euch. Ja, und so wird das Ganze jetzt auch schon. Ihr seht, no position, no time. So sieht das Ganze aus, wenn kein GPS angeschlossen ist. Jetzt müsst ihr eure Position und die entsprechende Uhrzeit zu dieser Position manuell erfassen. Das Ganze ist etwas zeitaufwendig, also wenn das Schiff gerade brennt, ist es nicht wirklich schön, das zu tun. Deswegen, falls ihr kein GPS angeschlossen habt, was eher die Ausnahme ist, dann immer dafür sorgen, dass das regelmäßig aktualisiert wird. Zum Erfassen der Position gehen wir hier auf Menü und dann ist direkt die erste Position Position Input. Bestätigen das Ganze hier mit der Enter-Taste. Und ich gebe jetzt die gleiche Position an, die vorher schon mal drinnen war. Das waren 28 Grad. Das könnt ihr hier über das Rad einstellen. Also wir sind jetzt hier auf der 2. Mit der Taste Enter springt ihr auf die nächste Position. Ihr könnt auch mit der Taste 16 hier eines nach rechts springen, beziehungsweise mit der DL-Taste wieder eines zurück. Dann waren wir auf 28 Grad. Und 49,5 Minuten. Ihr seht, das ist ein bisschen aufwendig. Hier gehen wir jetzt einfach durch. Passt bitte auch auf, dass die entsprechenden Bezeichnungen der Längen- und Breitengrade passt. Wir waren vorhin auf 49,5 Minuten Nord.
Das passt also soweit. Dann waren wir auf 2 Grad. Dann stellen wir hier jeweils die 0 ein. Und 22,1 Minuten. Allerdings waren wir auf östlicher. Das heißt, wir gehen hier nochmal und können dann mit dem Drehrad entsprechend aus einstellen. Also passt hier bitte auf, auch gerade in der Prüfung, wenn ihr es einstellen müsst, dass hier hinten die Angabe zum Längen- und Breitengrad auch entsprechend passt. Dann können wir mit der Enter-Taste wieder bestätigen, kommen dann zur Eingabe der Uhrzeit nach UTC. Das war vorhin irgendwas mit 9 Uhr und 27. Wir machen jetzt einfach mal 9 Uhr 30. Das war natürlich falsch, wer aufgepasst hat. Hier vorne brauchen wir die 0 und hier hinten ist die 9. Dann macht das mehr Sinn. Zack, die 3 und die 0. Und dann ist das Ganze erledigt. Ihr habt gesehen, mit Enter bestätigt, wir kommen zurück. Und wenn wir jetzt zurück ins Hauptmenü springen, haben wir entsprechend unsere Position mit der Uhrzeit im System erfasst. Ja, das war's auch schon für dieses Video. Vergesst bitte nicht, am Ende der Prüfung oder wenn ihr fertig seid, auch in der Praxis euer Funkgerät auszuschalten, wenn keine Hörwache geht. Dazu einfach die Power-Taste wieder drücken und das Funkgerät ist aus. Das war's für dieses Video und wie immer hoffe ich, es hat gefallen. Wenn ja, dann ein Abo und Like da lassen. Wünsche, Fragen, Anregungen wie immer in die Kommentare. Wenn ihr unterstützen wollt, oben rechts die Registerkarte drücken oder den Supersings-Button. Vielen, vielen Dank euch dafür. Wenn ihr den Simulator wollt, schaut mal auf meine Homepage justboating.de. Da gibt es den momentan für knappe 10% günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung. Vielen Dank euch, viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Bis zum nächsten Video. Just Boating out.